Wir alle kennen die 16 deutschen Bundesländer. Doch was, wenn ich euch erzähle, dass die Bundesländer fast so ausgesehen hätten? Oder so? Es gab im Verlauf der Bundesrepublik immer wieder zahlreiche Vorschläge zur Gliederung Deutschlands in Bundesländer. Es wurden Fusionen vorgeschlagen, manche Bundesländer wollten sich aufspalten und es gab immer wieder komplett neue Ideen zur Verwaltungsgliederung Deutschlands. Besonders nach der Wiedervereinigung drängten nämlich viele auf eine Neugliederung der Bundesrepublik. Wir schauen uns heute einige der außergewöhnlichsten dieser Ideen an und wollen dabei auch herausfinden, wie die heutigen Bundesländer überhaupt entstanden sind. Auch wenn vor der Gründung der Bundesrepublik 1949 bereits lange Zeit föderale Strukturen auf deutschem Gebiet bestanden, waren die Bundesländer doch zu großem Teil vollständige Neugründungen durch die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs. Ziel dabei war es, Deutschland so weit wie möglich zu dezentralisieren, um die Macht stärker aufzuteilen. Besonders das einst mächtige Preußen sollte dabei zerstückelt werden. So entstanden in den vier Sektoren nach und nach die verschiedenen Bundesländer, wie wir sie heute kennen. Einzig im Südwesten entstanden zunächst drei Bundesländer, Baden, Württemberg-Hohenzollern und Württemberg-Baden, die sich erst 1952 zu Baden-Württemberg vereinigten. Im selben Jahr wurden übrigens die fünf Bundesländer der DDR wieder aufgelöst, da die DDR nach sowjetischem Vorbild zentralistisch regiert werden sollte. Die Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern wurden erst wieder nach der Wiedervereinigung etabliert. Mit der Wiedervereinigung wurden allerdings auch komplett neue Vorschläge zur Gliederung Gesamtdeutschlands ins Spiel gebracht. Da wäre zum Beispiel einmal das Achtländermodell. Der Geograf Werner Rutz schlug vor, Deutschland in ca. 8 gleich große Bundesländer einzuteilen, wodurch sich die 11 Metropolregionen Deutschlands jeweils unzerschnitten in einem Bundesland befinden würden. Während sich Bayern und Nordrhein-Westfalen dabei kaum verändern würden, gäbe es dabei sehr starke Grenzverschiebungen zwischen den anderen Bundesländern. Besonders interessant ist dabei auch auf jeden Fall der Name Nordelbingen. Eine Kompromissbereitschaft auf den Bund-Länder-Gipfeln wäre bei 8 statt bei 16 Bundesländern dabei auf jeden Fall einfacher. Zudem wurde bei diesem Vorschlag auch versucht, die Grenzen der Bundesländer noch besser nach historischen Zugehörigkeiten anzupassen. Um die Verwaltung aber noch weiter zu vereinfachen, wurde auch ein Sechsländermodell vorgeschlagen. Ziel hierbei war es, die Bundesrepublik in 6 Bundesländer einzuteilen, die alle circa die gleiche Einwohnerzahl haben. Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen würden dabei weiterhin eigenständige Bundesländer bleiben. Alle anderen Bundesländer würden sich aber zu drei großen Bundesländern vereinigen. Zu Mittelrhein-Thüringen, Brandenburg-Sachsen und zum Hansebund. Alle 6 Bundesländer hätten dabei zwischen 11 und 18 Millionen Einwohnern, was sie deutlich besser vergleichbar machen würde. Aber schauen wir uns noch einen dritten Vorschlag an, das 17-Länder-Modell. In diesem Modell bleibt fast kein Stein auf dem anderen und die Landesgrenzen würden sich sehr stark verändern. Bemerkenswert ist dabei auch die Namensgebung der 17 Bundesländer, die sich zu Teilen an den mittelalterlichen Territorialnamen orientiert. In diesem Modell sollte möglichst stark auf die verschiedenen Wirtschaftsräume eingegangen werden. Bis auf NRW und Mecklenburg-Vorpommern würden dabei aber alle bisherigen Landesgrenzen ziemlich über den Haufen geworfen werden. Auch wenn all diese Vorschläge letztendlich verworfen wurden, gab es durchaus auch Versuche einiger Bundesländer, Veränderungen der Landesgrenzen voranzubringen. Beispielsweise wollten sich Berlin und Brandenburg 1996 zu einem neuen Land Berlin-Brandenburg zusammenschließen. Es kam sogar bis zu einem Volksentscheid, bei dem aber rund 63% der Abstimmenden dagegen stimmten. Ein weiteres Beispiel ist Franken. Bereits kurz nach dem Mauerfall versuchte Franken eine Neugliederung der Bundesländer zu erreichen, mit dem Ziel, ein eigenes Bundesland mit den fränkischen Gebieten in Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen zu werden. Auch wenn die Unterschriftensammlung dafür erfolgreich war, wurde ein Volksbegehren aber vom Bundesinnenministerium abgelehnt. Und auch in Sachsen-Anhalt kamen 2015 über 8000 Stimmen zusammen, die ein eigenes Bundesland Mitteldeutschland forderten. Da aber nicht klar war, was überhaupt alles zu dem Bundesland gehören sollte und auch keine einheitliche Landeszugehörigkeit erkennbar war, wurde auch dieser Vorschlag vom Innenministerium abgelehnt. Was denkt ihr über die verschiedenen Vorschläge und Modelle zur Aufteilung der Bundesländer? Sollte man über eine sinnvollere Aufteilung der Bundesländer diskutieren oder ist es letztendlich relativ egal? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten empfehle ich euch noch sehr das Video, warum Frankfurt fast zur Hauptstadt von Deutschland wurde. Viel Spaß beim Anschauen und ich sag ciao.